Aber ich fange erstmal an. Es ist Pride Month, deswegen haben wir hier eine Übersicht der gleichgeschlechtlichen Ehe. Die fing offenbar 1901 an mit der ersten gleichgeschlechtlichen Ehe in Spanien. Ich weiß nicht ganz, warum das auf Englisch ist, wurde wohl nicht übersetzt. Und dann ist da eine lange Lücke und dann geht es hier los und dann können wir sehen, wann in verschiedenen Ländern die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt wurde. Wer sich erinnert, in Deutschland war das 2017. Das ist hier tatsächlich gar nicht drauf, dummerweise. Ich habe dann auch mal nachgeschaut, warum. Und das liegt daran, dass das Item irgendwie verschiedene Sachen durcheinander wirft. Der deutsche Wikipedia-Artikel ist speziell über das Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe und die anderen Wikipedia-Artikel sind eher über die gleichgeschlechtliche Ehe allgemein. Und deswegen ist das auf Wikipedia also das Konzept ein bisschen verworren. Und das Item, obwohl es existiert, wird von dieser Query hier nicht gefunden, müsste irgendjemand mal aufräumen, habe ich jetzt keine Zeit dafür gehabt. Aber Costa Rica war das letzte Land, das sie eingeführt hat, das sehen wir hier zumindest, das ist doch ganz nett. Was habe ich als nächstes? Aha, ich habe die falschen Fenster aufgemacht, sorry. Wie wollte ich das machen, damit ich den Chat und das sehe? So. Als nächstes habe ich hier eine Liste von Filmen, wo zukünftige Staatsoberhäupter drin gewesen sind. Angefangen hatte ich mit der Idee, weil es irgendwie Filme gab mit Arnold Schwarzenegger und Jesse Ventura. Die sind dann beide Gouverneure geworden später. Aber da sind auch andere interessante Ergebnisse drin. Zwei Premiers von Quebec haben hier mal mitgespielt, einige indische Filme. Und auch sehr interessant, La Libération de Paris, ein Film von 1944, der während der Befreiung von Paris gedreht wurde und wo unter anderem die späteren Staatschefs Charles de Gaulle und Georges Bidault, denke ich, drin mitgespielt haben. Und auch US-amerikanische Propagandafilme, ganz interessante historische Daten auf jeden Fall. Das hier ist eine Karte mit ungefähr den Umrissen der Schweiz, kann man vermutlich erkennen. Ihr seht auch, ihr kennt vielleicht diese Farbverteilung hier. Man hat mir gesagt, das hieße der Dings Rösti-Graben offenbar, die Unterteilung zwischen den deutschsprachigen und französischsprachigen Teilen. Und hier ist es angezeigt als Datenobjekte, die einen Artikel haben in genau einer aus den vier Wikipedien auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch, also die vier Amtssprachen der Schweiz. Das heißt zum Beispiel, die paar roten Punkte, die hier verteilt sind, die haben einen Artikel in der rätoromanischen Wikipedia und in keine der anderen drei. Und die blauen Punkte haben hauptsächlich Artikel auf Deutsch und die grünen eher auf Französisch. Und da kann man tatsächlich die Unterteilung der Sprachen in der Schweiz auch ganz gut nachvollziehen. Die nächste Query ist auch ganz witzig. Ich wechsle noch nicht dorthin, sondern stelle es erstmal als Ratespiel, nämlich wann meint ihr, dass es im britischen Parlament, im Unterhaus, zum ersten Mal mehr Frauen gab überhaupt als Männer, die den Namen John trugen? Und die Antwort ist, so sieht das aus, und das erste Mal war das 1992 der Fall. Und die Frauen sind seitdem steil nach oben gegangen und die Johns so ganz leicht nach unten. Ich weiß nicht, ob der Name aus der Mode kommt oder ob das generell der höhere Frauenanteil ist. Die Query ist möglich, weil die Leute im Vereinigten Königreich sehr viele parlamentarische Daten auch eingetragen haben. Ich glaube, in Deutschland haben wir noch nicht Daten zu allen Mitgliedern des Bundestages. Wir haben die Daten zum aktuellen Bundestag, glaube ich. Vielleicht auch zum vorherigen, aber für viele vorherige Parlamente haben wir dann nur, dass irgendjemand mal irgendwann Mitglied des Bundestages war, aber jetzt nicht des wievielten Bundestages, von wann bis wann, in welcher Partei und so weiter. Deswegen ist das hier erstmal eine britische Query und keine deutsche Query. Könnte man aber, soweit wir die Daten haben, eigentlich relativ ähnlich auch für Deutschland stellen. Was habe ich als nächstes? Die Anzahl an weiblichen Charakteren pro fiktiven Universum. Was ganz unterschiedlich ist, Tolkien war da relativ schlecht, bisschen unter ein Fünftel seiner Charaktere sind Frauen, Teenage Mutant Ninja Turtles auch mal noch schlechter, 15%. Grand Blue Fantasy, oh, das ist neu, das habe ich das letzte Mal, als ich die Query angeschaut, nicht gesehen habe. Weiß nicht genau, was Grand Blue Fantasy ist, aber die haben über die Hälfte an Frauen, Doctor Who auch, ganz knapp, Arrowverse auch, kann man sich durch die verschiedenen fiktiven Universen, die es gibt, durchklicken, weil wir haben auch ganz viele Daten zu fiktiven Charakteren und aus welchem Universum die stammen und in welchen Filmen oder Büchern oder Comics die vorkommen und so weiter.
und mit welchen anderen Charakteren die wie zusammenhängen. Das ist eine Karte von... Okay, das Layout hier ist ganz schlecht. Kriege ich das irgendwie weg? So, das ist eine Karte von Berlin oder von einigen Straßen in Berlin. Und der Punkt zeigt an, nach wem die benannt sind. Wenn es ein blauer Punkt ist, sind sie nach einem Mann benannt. Wenn es ein orangener Punkt sind, sind sie nach einer Frau benannt. Rote Punkte sind, glaube ich, einfach nach keinen Personen bekannt. Pariser Platz ist nach Paris benannt. Paris hat kein Geschlecht. Aber da kann man auch die Verteilung sehen. Vielleicht, wenn man die roten Punkte rausnimmt, nur die Verteilung von Männern und Frauen im Vergleich. Das hier sind aber wieder zurück im Vereinigten Königreich. Wie gesagt, wir haben viele parlamentarische Staaten. Was sie auch haben, ist Abstammungen zwischen diesen Parlamentariern und fiktiven Figuren. Also haben wir offenbar zum Beispiel in Wikidata die Aussage, dass Boris Johnson von diesem mythischen König Ingjald abstammt. Und ich glaube, Boris Johnson ist da einige Male drin. Boris Johnson. Aber das ist dann halt irgendein britischer Lord im 13. Jahrhundert hat dann gesagt, ja, mein Vorfahre war König Arthur und bis zu dem können wir die sozusagen richtige Nachkommenschaft nachverfolgen und dann irgendwann wechselt es halt vom realen in den mythologischen oder fiktiven Bereich und die Überschneidungen dazwischen sind manchmal ganz witzig. Boris Johnson stammt von einer ganzen Reihe von fiktiven Figuren ab, mythologischen Figuren, offenbar. Weiß nicht, wen könnte man da noch überprüfen? Theresa May kommt nicht drin vor. Dings. Corbyn. Blair. Nee. Achso, nein, es müssen ja Mitglieder des aktuellen Parlaments sein. Da ist Tony Blair nicht mehr drin. Ja. Weil sonst wäre es noch eine viel längere Liste, wenn wir alle PolitikerInnen überhaupt nehmen. Das hier ist eine Liste. Die Idee hatten ungefähr, ich glaube, mindestens drei Leute gleichzeitig, als es vor einem Jahr, zwei Jahren, weiß nicht, vor einer Weile gab es die große Diskussion in der deutschen Wikipedia, wollen wir es zulassen, eine Liste von Science-Fiction-Autorinnen zu haben? Und gab es offenbar richtig viele Leute, denen es total wichtig war, dass man das nicht hat, aus irgendeinem Grund. Und da habe ich die Idee gehabt, das könnte man doch mit Wikidata machen. Zwei andere haben auch die Idee gehabt und haben andere Queries geschrieben, aber wenn man deutschsprachige Science-Fiction-Autorinnen haben will und ihre Werke lesen will oder schauen will, gibt es zu denen schon Wikipedia-Artikel oder möchte ich mal zu denen einen Wikipedia-Artikel schreiben, dann könnte man auch Wikidata danach befragen. Was haben wir hier? Lexikografische Daten haben wir bis jetzt noch nicht gesehen, haben wir aber auch die Lexeme, die schon angesprochen wurden. Das hier sind jetzt Zahlwörter, die genauso lang sind wie die Zahl, die sie ausdrücken. Also das hier ist Adinazit, glaube ich, auf Russisch, hat 11 Buchstaben und drückt die Zahl 11 aus. Spanisch Cinco hat 5 Buchstaben, Dänisch vier, bis runter zu 2 und 1. Da kommt jetzt Deutsch noch nicht vor, also 4 zum Beispiel sollte da drin vorkommen, weil 4 hat 4 Buchstaben. Aber das Lexem wurde offenbar noch nicht angelegt. Wenn sich jemand inspiriert fühlt, könnte man das auch machen. Ich sollte vielleicht mal in den Chat rüber schauen, ob ich da irgendwelche Fragen verpasst habe. Sieht nicht so aus. Auch zu lexikografischen Daten ist das hier eine Liste von Bildern. Theoretisch sind das alle Tiere, die grammatikalisch auf Deutsch weiblich sind, so wie die Katze, aber auf Französisch sind sie männlich. Ich glaube, das ist dann Le Chat und nicht La Chat oder so. Ich kann nicht besonders gut Französisch, aber ich glaube, Katze ist auch das einzige Beispiel dieser Query oder das einzige Ergebnis. Deswegen haben wir jetzt einfach hier sehr, sehr, sehr viele Bilder von Commons, wo ganz, ganz viele süße Katzen drauf sind. Und ich hoffe mal, die sind alle unter CC BY oder so, weil sonst dürfen wir es nicht auf YouTube hochladen. Noch mehr lexikografische Daten, Sprachen, die das gleiche Wort für Turm und Turm im Schach und als Gebäude verwenden. Da ist Deutsch dabei,
Turm und Turm. Aber auf Englisch zum Beispiel ist es ja im Schach der Rook und als Gebäude der Tower. Das sind dann unterschiedliche Wörter. Da sind jetzt auch ein paar Fehleinträge drin, würde ich sagen, wie zum Beispiel, wo war das? Weiter unten. Toren auf Niederländisch ist eigentlich schon das gleiche Wort, ist bloß einmal groß und einmal klein geschrieben. Weiß ich jetzt nicht, ob tatsächlich der Schachturm immer groß geschrieben wird oder ob da jemand das Lexem falsch eingetragen hat. Das ist sogar noch komischer, weil sowas, glaube ich, das ist jetzt wieder so ein Teil in Klammern, wie bei, um was in Wikipedia-Artikeln auseinanderzuhalten. Das hat eigentlich auch Wikidata wenig verloren, sollte ich mir vielleicht nachher auch anschauen, aber vielleicht nicht jetzt. Ist aber nicht alles nur Spaß und Freude auf Wikidata. Das hier sind NSDAP-Mitglieder, die das Bundesverdienstkreuz bekommen haben. Und das ist eine deprimierend lange Liste von 122 Leuten. Und das sind nur die, die wir in Wikidata haben. Wir haben ganz sicher nicht alle NSDAP-Mitglieder und wir haben, glaube ich, auch nicht alle Bundesverdienstkreuz-Mitglieder, auch wenn das weniger sind. Aber da ist Werner von Braun dabei, der war 37 bis 45 in der NSDAP und hat irgendwann das Bundesverdienstkreuz bekommen, ist nicht eingetragen, wann. Und dann alle möglichen anderen Leuten. Bei den meisten haben wir überhaupt kein Datum. Aber ja, auch nicht so schön. Wenn man irgendwo eine Liste von denen bekommt, könnte man da sicher auch noch mehr Leute eintragen. Was ist das hier? Bisschen schöner. Städte, deren Bürgermeister oder Bürgermeisterin den gleichen Vornamen hat wie der Name einer Stadt, die noch größer ist. Ich glaube, das motivierende Beispiel von dem, der die Idee hatte, war der Bürgermeister von Zagreb, Milan Bandić, glaube ich, was so heißt wie Milan Mailand. In San Francisco gibt es noch ein größeres Beispiel. Bürgermeisterin von San Francisco heißt London Breed. London ist natürlich auch eine Stadt. Und dann wird es hier ein bisschen, es gibt ein paar Davids mit einer Stadt namens David. Es gibt eine Stadt Ray. Marseille ist, mutmaßlich heißt Marseille in irgendeiner Sprache, oder wird als Marseille geschrieben. John, Jeanne, ja, ist manchmal ein bisschen schwammig, ob man da jetzt diese Übereinstimmungen in verschiedenen Sprachen zulässt oder nicht. Deswegen kommen da manchmal solche Ergebnisse raus. Vier, Pierre. Naja. Was habe ich noch? Das hier. Das ist 10.002. Das ist eine uninteressante Zahl. Aber das Interessante ist, das ist die erste uninteressante Zahl. Die ist nämlich uninteressant in dem Sinne, dass sie kein Wikidata-Objekt hat und jede andere Zahl hat ein, jede andere Zahl unter 10.002 hat ein Wikidata-Objekt. Und das heißt, das ist die erste uninteressante Zahl zum Beispiel, und das macht sie natürlich interessant, das ist so ein altes Mathe-Paradox, weil man damit sagen kann, eigentlich kann es ja überhaupt nicht sein, dass irgendeine Zahl uninteressant ist, weil wenn es uninteressante Zahlen gibt, dann ist eine davon die kleinste uninteressante Zahl und die kleinste uninteressante Zahl zu sein, ist eine interessante Eigenschaft. Aber auf jeden Fall in Wikidata ist das die erste Zahl, die kein eigenes Datenobjekt hat. Also offenbar hat irgendjemand alle Zahlen bis 10.000 angelegt und 10.001 aus irgendeinem Grund auch noch, aber dann gesagt, jo, jetzt ist gut, Schluss ist. 10.002 lege ich nicht mehr an. Deswegen ist das jetzt die hier. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine Monster Query, die jetzt leider nicht mehr so schön aussieht wie vor ein paar Jahren, als ich sie angelegt habe. Man muss nämlich mit der Maus hier drüber gehen. Ich hoffe, das wird überhaupt gezeigt auf dem Bildschirm. Nein, wird es nicht. Da steht auf jeden Fall, dass das Rezept für einen Mai Tai ist, auf Englisch, das besteht aus einem Ice Cube, 4 Centiliters White Rum, 2 Centiliters Dark Rum, 1.5 Centiliters Curacao, 1 Centiliter Lime Juice and 1.5 Centiliters Orgeat Syrup, served with Pineapple Spear, Lime Peel and Mint Leaf in a Highball Glass. Also habe ich irgendwann ein paar Abende damit zugebracht, Sparkle, diese Abfragesprache, so lange zu foltern, bis da sinnvolles Englisch rausgekommen ist, was für Zutaten in den Cocktails drin sind und wie sie serviert werden müssen und welche Garnituren da mit dabei sind. Und da haben wir auch richtig viel Daten. Ich glaube, es wurde irgendwann aus der Webseite der Cocktail-Mischer-Assoziation oder so importiert. Also wenn ihr euch irgendwelche Cocktails brauen wollt,
könnt ihr euch hierher die Rezepte holen oder natürlich aus irgendeiner anderen Quelle, wenn ihr das wollt. Wie spät haben wir es? Ah, gerade die Hälfte der Zeit und mir sind die Queries ausgegangen. Okay. Habe ich denn irgendwelche Fragen verpasst? Cocktails sollten als Subclass auf eingetragen, nicht Instance of. Kann sein, das ist aber bei denen hier offenbar nicht der Fall und ich würde sagen, Subclass kann auch Sinn machen. Und dann sagt man nur dieses eine Glas, das ich jetzt in der Hand halte oder so, das ist dann tatsächlich eine Instance of Cocktail, also tatsächlich ein individueller Cocktail und nicht eine ganze Klasse davon. Müsste man wahrscheinlich irgendwo diskutieren. Ich weiß nicht, ob es ein Wiki-Project Cocktail ist oder so. Gibt. Und ja, jetzt ein bisschen echte Queries zeigen. Kann ich auch machen. Nicht diese Query, die ist zu lang. War irgendeine davon geeignet, um gezeigt zu werden? Ich glaube nicht. Die haben alle irgendwelche Komplikationen, auf denen ich sie eher nicht zeigen möchte. Als erstes Sparkle-Beispiel. Wir können uns stattdessen eine eigene Query bauen. Da hatte ich vorhin nämlich noch die Idee, wir könnten ja schauen, welche Statuen man denn noch in irgendwelche Hafen schmeißen wollte. Und damit meine ich natürlich in Museen stellen. Wir könnten nach Statuen von Sklavenhaltern suchen. Und zumindest in Großbritannien gibt es da nämlich eine ganz günstige Quelle. Nämlich gibt es eine Datenbank, glaube ich, wie hieß die? Nee. Eine Property, genau, eine Legacies of British Slave Ownership, das ist so eine Datenbank und wir haben eine Property, die besagt, welche ID, also welche Kennung, welche Zahl eine Person in dieser Datenbank hat. Das heißt, ich kann erstmal der Einfachheit halber davon ausgehen, wenn eine Person so eine ID hat, dann ist sie vielleicht irgendwie mit der Sklaverei verbunden. Und deswegen würden wir suchen nach Leuten, die so eine ID haben und die eine Statue haben. Und das geht dann ungefähr so. Wir fangen erstmal mit ein bisschen das hier an. Das ist das Grundrezept oder Grundskelett einer Query. Was da reinkommt, zeigen wir dann gleich noch. Und hier müssen wir jetzt beschreiben, dass es eine Statue von der Person geben soll und dass die Person dann diese ID haben soll. Und wir könnten ja anfangen, uns die Daten anzuschauen von einer Statue, die wir kennen. Das war dieser, wie hieß er, Colston, glaube ich? Edward Colston. Und Colston Statue. Habe ich den Namen richtig? Ja, genau. Das Edward Colston Denkmal war eine vormals in Bristol aufgestellte Statue. Das ist eine Statue. Es gab ein Bild davon. Sie ist benannt nach Edward Colston und sie liegt. Okay, das ist neu. Liegt am oder im Gewässer Hafen von Bristol. Ja, kann ich nichts dagegen einwenden. Genau, die Koordinaten hat auch jemand eingetragen, dass sie ein bisschen umgezogen ist von hier in den. In den Hafen. Aber das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ja die Verbindung zu Edward Colston haben. Gewidmet. Und Motiv, genau, Motiv. Das ist eigentlich das, worum es geht. Nämlich, dass Edward Colston da abgebildet ist. Dass das Motiv der Statue ist. Das heißt, wir suchen, wenn wir erstmal diese Statue suchen wollen. Ja, wir nehmen an, wir wissen, dass es eine Statue von Edward Colston gibt, aber nicht, was die ID davon ist. Dann würden wir danach suchen, indem wir suchen nach mein Mikrofon hat entschieden, es hat keine Lust mehr und hat sich ausgeschaltet. Das ist ein super tolles Feature von dem Mikrofon, Entschuldigung. Wir suchen nach irgendeiner Statue, die nennen wir mal Statue. Und die soll abbilden, oder das Motiv, hatten wir gesehen, das Motiv soll sein dieser Edward Colston. Und zwar gebe ich mit WD an, dass es hier ein Wikidata-Objekt ist. Mit dieser ID, damit die Query in allen Sprachen funktioniert. Und mit WDT gebe ich an, dass es
dass ich nach Aussagen suche mit dieser Property, nämlich P180 ist die Property Motiv. Und weil ich nicht ständig diese IDs hin und her kopieren will, kann ich stattdessen tippen, zum Beispiel WD und dann mit Steuerung Leertaste und dann anfangen zu tippen, Edward Colston oder sonst was. Und dann kann ich hier die Objekte aussuchen und muss nicht mir die ID merken, sondern mit Steuerung Leertaste kriege ich diese Autovervollständigung. Jetzt suchen wir also, das sind jetzt bis jetzt alle Dinge, die diesen Edward Colston abbilden. Das sind jetzt alle Datenobjekte, die genau so eine Aussage haben. Das werden wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Das sind zwei Stück, nämlich das hier ist die Statue, die ist Q2 noch was, die haben wir schon gesehen. Das hier, Q9 irgendwas, ist eine andere Statue von ihm in Bristol Guildhall offenbar. Theoretisch könnten wir aber so auch Bilder finden von ihm, zum Beispiel Gemälde. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es offenbar keine gibt, weil wir haben diese Variable zwar Statue genannt, aber wir haben noch nicht gesagt, dass es eine Statue sein soll. Das sollten wir vervollständigen. Und das ist diese Aussage hier oben, ist eine Statue. Das heißt, wir müssen noch sagen, die Statue, wieder WDT für die Aussage, ist ein oder ist eine und dann WD für das Datenobjekt Statue. Da. Und mit diesem Punkt wird es quasi abgeschlossen, dieses Triple, was Matti auch schon angesprochen hatte. Und dadurch, dass ich hier den gleichen Variablennamen verwende, sage ich, die Statue, aber das gleiche wie Data-Objekt soll sowohl Edward Colston abbilden, als auch eine Statue sein. Und dann werde ich wahrscheinlich die gleichen zwei Ergebnisse kriegen. Genau. Jetzt wollten wir aber gar nicht Statuen von Edward Colston, sondern von irgendeiner Person, die diese ID hat. Deswegen nehmen wir das hier jetzt raus. Wir wollen nicht mehr, dass es dieses bestimmte Datenobjekt abbildet, sondern wir wollen, dass es irgendeine Person abbildet. Und dann wollen wir, dass diese Person eine Legacies of British Slave Ownership Person ID hat. Also genau diese ID. Und was die ID ist, ist uns egal. Das packen wir jetzt mal in eine weitere Variable namens ID. Und jetzt sage ich zum einen, diese Statue soll eine Statue sein und sie soll abbilden oder als Motiv haben irgendeine Person. Und diese Person muss dann auch diese ID haben. Und ich hoffe, das ist einigermaßen sinnvoll. Und jetzt kriege ich 8 Ergebnisse. Davon 5 von der gleichen Person. Welche Person ist das? Sehen wir noch nicht. Aber das können wir rauskriegen, indem wir den sogenannten Label Service hinzufügen. Und das ist einfach ein Stück Magie, das weiß ich nicht genau, wie man das gut erklären kann. Aber es ist dazu da, euch das Leben einfacher zu machen. Wenn ich schreibe Service oder Serve und dann wieder die Auto-Vervollständigung nehme mit Steuerung Leertaste, dann kriege ich hier Vorschläge und der Label Service ist das, was ich suche. Und dann muss ich noch hier oben sagen, ich möchte nicht irgendwas haben, sondern ich möchte die Statue und auch das Label der Statue, also diese Beschriftung. Und von der Person möchte ich auch nicht nur die Person selber, sondern auch ein Label und auch noch eine Description der Person, also eine Beschreibung, warum nicht? Und jetzt werde ich diese Zusatzinformation auch kriegen durch diesen Label Service, den man sich aus irgendeiner anderen Query kopieren kann oder eben mit Service und dann Steuerung Leertaste aus diesem Menü auswählen. Und dann sehen wir, diese 5 Statuen sind alle von Edward Gladstone. Gladstone? Und dann gibt es noch Statuen von Robert Milligan, von Henry Vessel Fox, der 3. Baron Holland und von Nicholas Cunningham Tindall. Was wir nicht haben, ist dieser Edward Colston selber, weil der war offenbar nicht in dieser Datenbank drin. Finden wir denn irgendwelche anderen Aussagen? Ich habe noch ein paar Minuten. Horner, Familienname, irgendwas anderes, womit wir ihn finden könnten. Er war Sklavenhändler. Ja, dann können wir doch auch nach Statuen von Sklavenhändlern suchen. Das hier kommentiere ich kurz aus mit dieser Raute. Dann ist es einfach, ist immer noch da, falls wir es wieder haben wollen, aber hat jetzt erstmal keinen Effekt. Und stattdessen möchte ich, dass die Person den Beruf, nee, Tätigkeit oder Beruf,
Sklavenhändler hat. Und dann finden wir wie viele Leute? Dann finden wir 11 Leute. Noch besser. Ja, besser. Ja, wir finden Karl II., Francis Drake, Edward Colston ist dabei. Da ist auch die zweite Statue von ihm. Wir finden, naja, natürlich, wir haben das jetzt nicht auf das Vereinigte Königreich eingeschränkt. Jetzt haben wir einen brasilianischen Bandeirante, Antonio Raposo Tavares. Eine Statue von dem. Und Nathan Bedford Forrest. Ich glaube, das ist die Statue, die durch Social Media gegangen ist, weil sie so hässlich ist, aber das hier ist keine Nahaufnahme, deswegen sehen wir nicht, wie hässlich sie ist. Ja, ich hoffe, das hier hat einigermaßen Sinn gemacht. Den Link packe ich dann auch noch auf die Wiki-Seite und jetzt haben wir vielleicht noch ein paar Minuten für Fragen. Und ich gucke jetzt kein bisschen in die Kamera, sorry. So ist es ja passiert. P31 für Cocktail-Rezept. Ich glaube nicht. Dann können wir ja mal schauen. Cocktail-Recipe oder Cocktail-Rezept. Sieht nicht so aus, nein. Die Statue ist geborgen worden aus dem Hafen. Ja, muss jemand eigentlich eintragen. Ja, ich glaube, dann war es das von mir. Diese ganzen Queries hier habe ich auf einer Wiki-Seite gesammelt und den Link dazu packe ich dann gleich ins Etherpad. Kann ich auch jetzt schon machen. Wo ist das Etherpad? Hier.